Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Kumane Konka Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten der Sowjets Remastered. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren ja beim letzten Mal hier in der dritten Mission unterwegs mit den guten alten Tesla-Panzern und müssen hier die Alliierten platt machen. Da würde ich sagen, machen wir das einfach mal weiter. So, ich guck mal, ob ich die Musik ein kleines bisschen lauter machen kann. Weil ich möchte unbedingt hier wieder diesen Doppelsound vermeiden. Das habe ich in meinen letzten Aufnahmen schon gemerkt hier, dass der Sound manchmal doppelt abgespielt wird. Das ist Kacke. Will ich nie haben. Und ja, liebe Leute, geht's euch gut soweit? Mir geht's sehr gut. Es ist Samstagmittag tatsächlich. Lass mich gucken, 17. Oktober. Ja, es geht langsam wieder auf den Winter zu und, och nö, jetzt hängt das wieder so scheiße wegen Avira. Ja, da müssen wir jetzt leider durch, Leute. Ich möchte es jetzt nicht nochmal schneiden. Gut, dann halt den mal an, dann reparieren wir erstmal diesen Tesla-Panzer. Und gut, aber geht schon wieder. Ich glaube, das läuft schon wieder. Genau, und ja. Ich grüße aus einem Corona-Risikogebiet. Jawohl, die Stadt Köln ist Corona-Gebiet. Und ja, ist eigentlich nicht zum Lachen, aber gut, was soll man da machen? Man kann es halt eh nicht ändern. Und ja, da würde ich mal sagen, gehen wir das mal weiter hier an. Ich bräuchte eigentlich mal eine Scout-Einheit, ne? Aber hier unten ist, glaube ich, nichts mehr. Ne, da ist nichts mehr. Gut, dann weiß ich ja schon mal, wo ich hingehen muss. So, ich nehme dafür aber schon mal die Tesla-Panzer, oder? Ich glaube, der hat Hubschrauber. Leute. Gut, dann nicht. Dann nehme ich erstmal die. Beziehungsweise den noch dazu da hinzufügen, oder wie auch immer das... Wie funktioniert denn das jetzt hier? Ah, so geht das, okay. Habe ich nämlich in dem Video gesehen, dass man, wenn man die Gruppe ausgewählt hat, kann man einfach Einheiten hinzufügen und nachschicken. Das ist natürlich eine sehr coole Funktion. So, Tesla-Panzer mal nicht so schnell, bitte. Genau. Schimmeres Dreck. Diese Mucke, ey. So, und platt machen. Oh, sehr schön. Tesla-Panzer, komm mal bitte nach hier. Oh nein, da ist schon ein Turm, hier ist schon eine Basis. Oh mein Gott. So, weg damit. You fail, ja. So, der machen die Tesla-Panzer platt. So, zack. So, dann haben wir ja eigentlich nichts mehr, ne? Diesen Gummipanzer und diese Mannequin, aber ansonsten haben wir da nichts mehr. Wo ist mein vierter Tesla-Panzer? Ist der platt? Na gut. Dann ist der halt platt. So, liebe Leute. Tesla-Panzer. Keine Tesla-Autos. Wobei die auch cool sind, muss ich sagen. Ja. Und zack. Zack. Auf das Mannequin. Ah, zack. Oh. Sehr gut. Dann einfach weitermachen. Und zack. Ah, der Hubschrauber. Okay, Hubschrauber. Hubschrauber. Shit, Mann. Hubschrauber. Das hier oben ist nur... Ach du Penner, das da oben ist nur eine Insel. Ach verdammt, Leute. Es ist nur so eine Mini-Basis. Oh Mann. Ja, okay. Egal, Leute. Kriegen wir trotzdem hin. Dann würde ich ganz gerne hier diese beiden mitnehmen. So. Wie viele Tesla-Panzer habe ich noch? Zwei. Okay, zwei Tesla. Hallo? Ah, das hat doch nicht funktioniert, oder? Doch, klar, das muss funktionieren. So. Ich hab's noch nicht zugeordnet. So. Und ja. Dann würde ich. Oder wisst ihr was? Ich nehme den Tesla-Panzer mit ins Team 1. So. Bratz. Genau. Oh, jetzt fängt der Druckeln wieder an hier. Scheiß Avira, Mann. Beruhig dich. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die dritte Mission mal fertig. Gegenschlagkampagne ist ja auch richtig schwierig, muss ich sagen. Auch bei den Russen. Ah, so, egal, das kriegen wir schon hin hier. So, zack.
paar Türmchen hier, so. Leute? Wo hat der sich versteckt, der Sack? Wo hat der Sack sich versteckt, ne? Ja, dann, keine Ahnung. Schieß da drauf da. So. Nee. Der ist echt auf der Insel. Och, Leute. Muss ich jetzt echt hier mit U-Booten und Transportern her? Oh, nein. Aber ich kann doch nichts. Hä? Aber ich kann doch nichts bauen. Was zur Hölle? Ich kann doch nichts bauen. Ist das hier hinten ein Weg oder was? Das wär's ja. Was zur Hölle? Ich kann doch nichts bauen. Wie soll ich denn da auf eine Insel kommen? Die sind lustig. Die sind vielleicht lustig, Leute, wirklich. Das ist für ein Kack. Da muss ich tatsächlich hier hinten gucken, ob es da noch einen Weg gibt. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich hier weitermachen soll. Nö. Weiß ich echt nicht ansonsten, Leute. Wo auch eben die Hubschrauber herkamen, ne? Das ist echt interessant. Hier muss ein Weg sein. Ansonsten geht's nicht anders. Hä? Was zur Hölle? Was zur Hölle, Leute? Das check ich gerade nicht, muss ich sagen. Das check ich gerade echt nicht, Leute. Kann ich einen Bau aufbauen oder so? Nee, kann ich nicht. Missionsziel? Verschwenden Sie sie also nicht. Ja, ja. Den Prototypen des... Und die entsprechende Basis zu zerstören. Ja, aber hier... Wir kommen hier doch nicht von der Insel weg. Was zur Hölle? Leute, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Was kann man denn hier jetzt noch machen? Da sind wieder die Hubschrauber. Die wollen den Raketenwerfer platt machen. Die schaffen das sogar. Okay. Ansonsten ist das gerade echt komisch, muss ich sagen. Echt komisch. Da muss ich echt vielleicht nochmal gucken in einer Lösung oder so. Ach! Hier steht noch ein Sammler rum. Oder was? Nein. Leute? Wollt ihr mich verkackeiern? Was soll ich denn machen hier? Hier ist doch keiner mehr. Die Mauern kann, muss ich nicht platt machen, oder? Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Sorry, Leute. Da muss ich nochmal gucken. Da muss ich echt nochmal in einem Video gucken, weil mich irritiert, dass hier so eine so ein Wasser ist. Also so, dass man hier nicht weiterkommt. Ne, da muss ich einfach mal gucken. Also bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ja, wir müssen tatsächlich eine kleine Rolle rückwärts machen. Das heißt, wir müssen nochmal an den Anfang gehen. Und, ja, da gab's ja eine Werft, ne? Ich, Blödmann, hab das Ding natürlich platt gemacht, und ohne zu wissen, dass es tatsächlich, dass das ultimativ mit dem Missionsziel zusammenhängt. Okay, gut, dann brauche ich auch gar nicht mehr so viele Einheiten hier. Die Tesla-Einheiten brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ja, gut. Dann kommt. Dann sammelt euch einfach mal da hinten. Hier unten waren auch noch zwei Türme. Ne, Moment. Moment. Hier unten waren auch noch zwei Türme. Dann fahren die mal da unten. Da. Dann mache ich die Sachen nämlich einfach platt und dann baue ich mir schon mal einen Ingenieur bzw. Invasor. Ja, sorry, Leute, das wusste ich nicht, dass wir hier das Ding einnehmen müssen. Woher soll ich das auch wissen, bitteschön? Ich habe diese Mission noch nie gespielt. So. Jetzt kommt nämlich gleich ein Hubschrauber. Batz. So, genau. So, wir sollen nämlich hier das Ding einnehmen. Ja, ja, wir müssen das einnehmen, Leute. So. Am besten auch noch hier die Waffenfabrik, hä? Hier ist nämlich so eine kleine Basis, Leute. Schaut euch das an. Hier werde ich natürlich auch den Bauhof einnehmen, ne? Ganz klar. Und die Waffenfabrik auch. Ja, lass die Hubschrauber mal
ziehen so viel ab, die Dinger, ne? Das ist unglaublich. Gut, wo haben wir hier die Türme noch? Könnt ihr schon da drauf schießen? Hier waren noch Türme. Oh, hab ich mich erschrocken. Ja, ja. So, dann noch dort. Und ja, dann brauche ich hier zwei Invasoren. Muss die Dinger hier einnehmen und vor allem hier unten die Werft einnehmen, ja. Ganz genau. Ja, wie soll man denn da drauf kommen, Leute? Ganz ehrlich. Da muss ich nämlich gleich ein paar Schiffe bauen. Das ist das nämlich. Und dann in... Oh, diese Hubschrauber, die nerven. Ich muss schleunigst hier die Sachen einnehmen. So, Raketenwerfer schieß einmal drauf. Du auch bitte. Und dann der Panzer einmal drauf. So. Oh, Hubschrauber. Geh mir nicht auf den Sack. So. Ja, dann die Raketenwerfer einmal auf den Bauhof kurz. So. Alles klar, dann würde ich sagen, nimm das mal ein. Oh, Leute. Und ich habe Bauoptionen, Leute. Oh mein Gott, ich kann einen Heliport bauen. Ach, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. So, ich brauche aber Flachs. Definitiv erstmal Flachs, Leute. So. Ja, dann kann es weitergehen. Ja, so. Putz, 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 weg damit. So, liebe Leute, aber ich kann... Doch, kann ich eine Kaserne bauen, ja. Sehr schön, weil dann kann ich nämlich die Werft... Nee, das ist eigentlich teurer, ne? Mach die platt. Komm, mach das Ding im Arsch. So, liebe Leute. Dann... Putz, 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 putz. Sehr schön. So. Und weg damit. Und dann kann ich hier nämlich eine neue aufbauen. Und dann kann ich jetzt ein paar Zerstörer bauen, Leute. So. Er versucht das jetzt natürlich platt zu machen, ne? Ist klar, dann baue ich einfach noch eine Flak hin. Mit seinem scheiß Spawner-Hubschrauber. Mein Gott, so viele Einheiten hätte ich gar nicht gebraucht, ne? So, da steht die Flak. Und ich könnte jetzt theoretisch auch Gummipanzer und alles bauen, aber wozu? Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr, Leute. Ich brauche einfach Schiffe. So. Ja, dann kann die Mission ja weitergehen. Ja, liebe Leute, so kann es halt manchmal gehen, ne? Man weiß halt nicht, was einen in der Mission erwartet. Was zur Hölle? Gut, dann lass die mal da. Dann lass die mal die Werft beschützen. Und ja, dann habe ich hier meine ganzen Einheiten. Die können mal alle mal wieder zurückfahren. Genau. Und ja. Dann muss ich jetzt nur noch auf die Kohle wieder warten hier. Zack, zack. Einfach reparieren. Hey, reparier das. So. Fast fertig repariert. Sehr gut. So, wo bleibt der Hubschrauber, hä? Kollege? Du willst es doch bestimmt schon wieder versuchen. Da. Da. So. Du bist im Arsch, dummer Hubschrauber. So. Die könnte ich ja jetzt... eine Basis. Okay, Leute. Kommt mal bitte wieder zurück. kommt mal bitte wieder zurück. Team 1. Wir müssen da landen. Ja, tatsächlich, wir müssen da landen. Und die Basis platt machen. Oh mein Gott. Da ist noch eine Basis auf der Insel. Krass. Oh, dann bau einfach einen Transporter. So, am besten 3 Stück. So. Dann bewegen wir uns mal in Richtung Zielgerade dieser Mission, liebe Freunde. Ja. So schaut's aus. Können wir noch ein bisschen hier die Karte erkunden. Und... ja, mal gucken, was da so ist, ne? Ich meine, ich habe keine Ahnung, was mich dort erwartet. Wirklich nicht. So, das ist mal bitte... Ey, hallo? Du sollst hier... Mach das doch. Wie geht denn das? So, genau. Team 2. So. So, liebe Leute, dann... Oder hier ist eine... Oder hier ist gar nichts mehr, ne? Kann natürlich auch sein. Doch. Da sind Turm. Ja, platt machen. So. Was haben wir hier? Ist das hier schon die... Das, was wir brauchen? Ist auf jeden Fall ein Radar oder ein Heliport oder sowas. Ums. Ja. Vielleicht muss ich ja gar nicht mehr landen.
Oh, Zerstörer. Zerstörerkampf hier. So. Ja, zum Glück schießt er auf verschiedene Ziele. Das ist schon ganz gut so, ja. Oder war ein Gummipanzer? Ja, die machen das schon hier. Und ja. Wir können jetzt alliierte Sachen bauen, aber wie gesagt, das werde ich nicht brauchen. Ah, da ist noch ein Gebäude dann. Ich muss jetzt einfach auch im Blindflug hier alles platt machen. In der Hoffnung, dass ich dich noch mit dem Panzer dahin muss. Bums. Wir können ja nicht erkunden, das ist ja der Kack. Ja, weg damit. Und weg mit diesem Mannequin vor allem. Ja. Könnt ihr? Ich muss doch noch mit den Panzern hin. Verdammt. Aber nicht mehr mit so vielen. Ich glaube, der eine Transporter hier, der reicht. Oder? Mach mal diesen Heliport platt, bitte. Und rums, rums, batz. So. Ja, ich muss tatsächlich noch einmal landen. Weil ich habe keine Ahnung, was hier ist, Mann. Ja, dann lade ich mal aus. Oh! Hauptsache direkt auf meinen Raketenwerfer. Penner, wirklich. So. Ja, ich habe aber genug Panzer dabei, also von daher passt das schon. So. Vielleicht nämlich noch ein Hubschrauber, das ist diese Hubschrauberbasis, ne? Und? Noch ein Gummipanzer. Noch ein Gummipanzer. Okay, ja, dann könnt ihr auch da auf das Kraftwerk schießen. Ganz genau. Und dann sollten wir das hier haben, die Mission. Boah, Gummipanzer. Ja, hier einfach zack. Und einmal Wasser drüber gießen. Oh, was haben wir denn hier noch? Och, Leute. Noch mehr. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Noch mehr Zeug hier. Ah, verdammt. Gut, da muss ich vielleicht doch tatsächlich Gummipanzer bauen, ne? Da bleibt mir dann vielleicht nichts anderes übrig. So. Ja, dann fahren wir einfach mal weiter durch die Weltgeschichte, ne? Pff, ja. Keine Ahnung. Gut. Dann ist die Mission doch noch nicht vorbei, ey, Mann. Ja, gut. Warum ist die Karte auch so groß, ne? Wenn das doch schon das letzte hier gewesen wäre. Nee. Das kann ja nicht sein. Wisst ihr was? Ich baue mal einfach mal ein paar Gummipanzer. 5 Stück. Warum eigentlich nicht? Kann man einfach mitnehmen, den Kram hier. So. Alles klar, liebe Leute. So. Dann wieder die geile Mucke, ey. Ja. So. Dann schauen wir mal, was der hier noch so hat. Ja. Dann schauen wir mal, was der hier noch so hat. Ich glaube, hier unten ist noch eine Basis von ihm. Oh Mann. Und ja, liebe Leute, hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Das, guckt mal. Grote Gummipanzer. Geil. So, ja. Und die Schiffe, die sind langsam am Kartenende angekommen, ne? Hier. Hier hinten im Schatten war ja nichts mehr. Wobei man den ja eigentlich kurz aufdecken kann mit dem Sammler, ne? So. Ja. Warum eigentlich nicht? Dann haben wir nämlich die ganze Karte erkundet, fast. Und, ja. Sind dann aber wirklich kurz vorm Ende der Mission. Das ist ja wirklich nervig, ne, mit den ganzen Inseln hier. Aber gut, was soll man machen? Das ist halt so gewollt vom Spiel. Und da hat er noch ein paar Zerstörer. Der sagt, gut, dann fahr mal ein bisschen, damit die nicht treffen hier. So. Weiterfahren. So. Der wechselt das Ziel, der Sack, ne? Ich merke das schon. So, da hat er einen Kampfpanzer da oben. Weg damit. Oh, da hat er noch mehr Kampfpanzer. Weg damit am besten. Einfach weg. Einfach wegmachen. So. Boah. Du Penner, wirklich. Und den Panzer auch wegmachen. Wegmachen. Bevor der schießt, sehr gut. So, da haben wir hier unten schon mal ein bisschen aufgeräumt. Oh, da hat er noch Zerstörer. Scheiße, Mann. Oh. Ah, scheiße. Das war's dann mit den Schiffen. Aber gut, egal.
Ich würde sagen, ich nehme jetzt noch die letzten Einheiten hier mit. In Ordnung. Und dann mache ich die Schiffe auch so platt. So. Oh. Das Ding ist noch nicht mal voll. Warum ist das Ding nicht voll? Hey. Ist der letzte wieder nicht reingegangen? Das ist... So, liebe Leute, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding nochmal. Mission 3 Add-on. So. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir das mal weiter an hier. Kann ich hier oben landen vielleicht? Ich möchte nicht da unten bei den Schiffen landen. Aber ich muss da landen, ne? Die sind lustig. Ich muss da landen bei den Panzern. Da hat er wieder zwei Panzer nachgebaut, ey. Aber gut, ich glaube, da kriegen wir schon hin. Das Schiff da, eine Zerstörer. Ja, wobei, dafür werde ich vielleicht sogar Hubschrauber bauen. Da muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken, ob wir den nicht vielleicht so platt kriegen. So. Lass die rein. Hallo. Ah, das nervt, ne? Wenn man doppelklicken muss. Das nervt. Weil er dann immer alle anwählt. So. Ausladen. Hallo. Raus da. Ja, Sir. So. So, dann würde ich sagen, machen wir einen Gummipanzerangriff hier auf Seiten der Sowjets. Gepaart mit Tesla Power hier. So. Ja, der hat ja nicht viel hier. Den müssen wir platt machen, den Atomflieger. Ach du Scheiße, hält der viel aus. Oh mein Gott. So. Sehr gut. Da war der Atomflieger, Leute. Der hat einmal abgeworfen, die Atombombe, beim letzten Mal. Aber danach nicht mehr. Nur einmal, so. Das Tech-Zentrum. Müssen wir das nicht vielleicht sogar stehen lassen? Ich speichere das Ding nochmal. Mission 3. Und platt machen. So. Ziel 1 abgeschlossen, da seht ihr es. So, dann müssen wir jetzt nur noch dieses blöde Schiff da unten platt machen, ne? Und die Artillerie. So, Leute. So, das Schiff noch wegmachen. Und dann haben wir es. Geil. Sehr schön, liebe Leute. Cool. Mission 3 abgeschlossen. Die Russen, jawohl. Genau. Zack. Gut, Leute, dann haben wir die Ukraine abgeschlossen und eine Cutscene. Zarosio. Zashenshin. Zaruski Shenshin. Excellent Arbeit in der Ukraine, Tovarisch. Sie haben wirklich Ehrgeiz. Das macht sich vielleicht noch bezahlt. Womöglich haben Sie irgendwann ein eigenes Büro. Ein eher kleines Büro. In einer runtergekommenen Ecke von Moskau. Ich mag Sie. Ich mag Sie wirklich sehr. Und ich bin Russe. Ich mag eigentlich niemanden. Aber ich trinke auf Sie, Tovarisch. Der Typ ist ja geil. Typischer Russe, aber Russen sind doch cool. Ich mag Russen. Schön Wodka und so, ja. Ach ja, so ein typischer Russe. Trinkt auf alles und jeden und vor allem, ja. Der zieht sich dann drei Wodkas rein, ja. Okay, cool. Alles klar. Und vielleicht sind wir ihm nochmal nützlich. Ja, das kann sein. Das kann echt sein. So, Leute. Wir haben noch 5 Minuten oder so. 7 Minuten. In der Zeit würde ich mir ganz gerne die Polungsgalerie angucken und nicht spoilern. Schneemission. Ich hasse es. Gut, Leute. Erstmal die Polungsgalerie. Der kleine Tesla, der es konnte. Okay. Tesla-Panzer-Prototyp aus Karton. Geil. Der für Werbeveranstaltungen von Alarmstufe Rot verwendet wurde. Gut, alte Tesla-Panzer, ey. Richtig geiles Ding. Gut, Leute, dann würde ich sagen, Russenkampagne hier. Oh, es war schon Mission 4. Ups. Okay, egal. Oh, es geht nach Österreich, Leute. Österreich, das Feld der Ehre. Okay.
Interessant, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Cutscene an. Kamerad, Drasviti, I must speak quickly. These things I am telling you, I am not. Somewhere in our office, in my office, there is a leak. Critical intelligence is reaching the Allied forces in Austria. Now, our key European command center has been infiltrated. Our hidden cargo routes are threatened. Our tactical subpens are attacked, and the Allied Govniaks are even producing our classified new armor plating using a formula stolen from my office. Destroy what they've stolen and get the Allied idiots out of my face. This is bad for me. Very bad. Das wird Daniel. Warum war das jetzt wieder auf Englisch, Mann? Das verstehe ich nicht. Naja, gut, egal, Leute. Ja, würde ich sagen, Mission 5, die erste in Österreich. Ja gut, dann lese ich das einfach mal vor. Die Alliierten haben Informationen über unser neues, verbessertes U-Boot erhalten. Oh, da freue ich mich drauf, Leute. Jetzt sind sie in unser Gebiet eingedrungen und wollen uns aufhalten. Sie müssen sie zuerst aufhalten. Erlangen sie wieder die Kontrolle über unsere Basen, die sich bei den Leuchtsignalen befinden. Lassen sie sich nicht von den Angriffen der Alliierten stoppen. Wir haben außerdem erfahren, dass sich eine Reihe von Kreuzern auf dem Weg hierher befindet. Sobald sie die U-Boot-Werft wieder eingenommen haben, nutzen sie die neuen U-Boote, um zu verhindern, dass die Kreuzer unsere Anlagen zerstören. Die neuen U-Boote sind richtig geil, Leute. Was? Nicht kaputt machen. Boah. Nicht im Arsch machen hier. So, da muss ich hin. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, ich habe 2 Mammuts. Mehr nicht. Einen eisernen Vorhang. Okay. Würde ich sagen, nehme ich die einfach mal mit. Fahrt einfach mal hin direkt. Kriegen wir das hin? Ja, gehen Sie zu Wegpunkt A. Eine Leuchtfackel markiert ihn. Okay, cool, Leute. Ui. So. Ja, minimale Gegenwehr. Mein Gott. So, wo läuft jetzt hier dieser Schütze her? Da hinten ist er. So, mach den im Arsch. Oh nein! Okay, das geht ja noch hier. Das geht ja noch. Gummipanzer. So. Sehr cool, Leute. Da ist ein Mammutpanzer jetzt zur Hälfte platt, aber es ist schon okay, denke ich. Oh, da kommt eine Tanja! Was zur... Was will der mit der Tanja da? Da! Oh nein! Ach, ich glaube, das ist schon, diese scheiß Tanja. Mach die im Arsch! Mach die im Arsch! Oh Gott. Scheiße. Oh, aber ich habe schon genug Raffinerien. Das passt schon so weit. Boah, cool. Leute, so, da muss ich da oben hin. Alles klar. Hier ist unsere Geldzufuhr, okay. Ich fahre da einfach mal schnurstracks drauf los. Ich meine, was soll man da sonst machen? Ah, kommt schon wieder was. Oh, wir haben Panzer, Mammuts, sehr geil. Dann würde ich sagen. So. Der will meine Geldzufuhr zerstören, ne? Haha, der Sack. So, was ist das? Das müssen wir platt machen, oder wie, ne? Der will meine Geldzufuhr im Arsch machen, der Sack, ey. So, einmal reinschießen da. So. Wartet weg. So, Mammut. Einfach Mammuts bauen. Oh, sehr geil. Leute, sehr, sehr coole Mission, muss ich sagen. Also, wir haben ja hier echt schon vorgefertigte Basen. Und was ist... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Seit wann haben die Alliierten Jacks? Naja, gut. Da, mach den einfach platt. Den Kack da. So, liebe Leute, wir haben aber keinen Bauhof, ne? Und das ist doch mal mega nervig. Eiserner Vorhang. Wir haben tatsächlich... Stimmt, wir haben einen eisernen Vorhang. Ich würde sagen, ich baue einfach mal... Was zur... Wer greift schon wieder meinen Stützpunkt an hier?
So, weiter Mammutpanzer bauen. Den werde ich mal ein bisschen hier erkunden. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Und ja, dann. Diese Karte kenne ich, oder? Nee. Ist eine andere Karte. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, baue ich weitere Mammutpanzer einfach. Einfach nur so, weil es heftiger ist. Und ja. Die Minikin, die können wir hier hin. So. Ha! Was? Das war eine Meek, oh mein Gott. Warum hat der Meeks? Das ist doch bescheuert. Naja, gut. Das sind halt die Gegenschlagmissionen, ne? Da vermischen sich die Seiten immer etwas. So, Leute. Ja. Der will auf meinen Sammler, ne? Der Penner. Der Penner will auf meinen Sammler. Ja, gut. Gut, liebe Leute, dann brauche ich einfach Mammuts. Ja. Einfach ein paar Mammutpanzer. So. Einfach weiterbauen. Dann würde ich mir die jetzt erstmal nehmen und erstmal hier auf den Gegner zurollen. Oh, und ich sehe gerade, Leute, die Folge ist voll. Dann würde ich sagen, speichere ich das mal. Mission für Add-on. Und wenn euch die Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.